Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Frostpunk. Wir haben beim letzten Mal die Londoner relativ gut in den Griff bekommen. 13 Stück fehlen uns noch, die wir überzeugen müssen. Wir haben unsere ersten großen Rohstoffdepots gebaut. Oh, ich sehe gerade, dass wir das noch gar nicht zugeteilt haben. Futter. Und wir steuern auf die minus 60 Grad zu. Aber ansonsten haben wir momentan absolut keine Probleme, da unsere Leistung mittlerweile auch schon auf Dampfstufe 3 steht. Also wir sind bestens gewappnet. Schauen wir mal, was der nächste Tag uns bringt. Tag 21. Wir haben einen, der am Verhungern ist. Mit 480 Essensrationen. Du bist ganz schön dämlich, mein Freund. Oh, rein. Okay, wir haben gar keinen Overdrive diese Nacht, weil wir es so cozy haben. Von daher können wir jetzt das einfach mal komplett durchrennen lassen bis morgens um 6. Wir haben leider 7 Kranke. Das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wo ihr euch so erkältet habt. Werdet bitte bald wieder gesund. Die letzten 9 Londoner, die wir noch nicht überzeugt haben, aber da wir noch mal einen Tick haben morgen früh, in einem Tag und 5 Stunden, sollten wir das in den Griff bekommen. Wir könnten jetzt natürlich auch so frech sein und könnten noch mal die öffentliche Buße starten. Ein paar Verletzte können wir verkraften. Die Hoffnung steigt und die Londoner entscheiden sich. Das ist, glaube ich, nicht das Schlechteste, was passieren kann. Gut. Kohlehaushalt schaut mittlerweile gut aus. Wir haben keine Obdachlosen. Wir haben genug Nahrungsmittel für alle. Wir könnten sogar mal gucken, was passiert, wenn wir auf normale Standardmahlzeiten umstellen. Naja, andererseits haben wir null Unzufriedenheit durch das schlechte Essen. Krank wird uns niemand. Also was soll's. Ich glaube, wir lassen es bei Suppe. Suppe ist eh gut, wenn es kalt ist. Okay. Wir haben minus 60 Grad erreicht. Wir haben es kühl in den Zelten. Das ist super unangenehm. Das heißt, wir müssen wirklich schauen, dass wir vielleicht nochmal eine Dampfstufe höher kommen. Aber es wird in ein paar Tagen auch schon wieder wärmer. Jetzt gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. Ich hoffe nur, dass die Leute jetzt nicht zu meckern anfangen, wenn es kühl ist. Bei kalten Zelten weiß ich, dass sie sofort zu schimpfen anfangen und mir hier irgendwelche Ultimaten stellen. Aber ich glaube, kühle Zelte gehen. Wenn wir es in der Nacht mit dem Overdrive ein bisschen pushen, dann sollte normalerweise alles gut sein. Dann sollte uns auch niemand krank werden. Schauen wir mal. Wir haben im schlimmsten Fall in unserem Krankenhaus 20 Plätze. Und wenn es hart auf hart kommt, bauen wir uns noch ein zweites Krankenhaus. Genug Ingenieure haben wir ja. Ja, minus 60 Grad ist halt schon eine Hausnummer. Gut, aber jetzt momentan können wir nichts machen. Forschung läuft, Lobby läuft, alle Fähigkeiten sind getriggert. Vollgas. So, dann ist unser Speer jetzt angekommen. Den schicken wir direkt weiter zum Eiskorridor, damit der nicht so voll da rumsteht. Das wollte ich nicht. Gut. Dann machen wir weiter, bis die Forschung soweit ist. Die Kohle steigt kontinuierlich, das ist fein. Mürrischer alter Mann. Sir, eine Menschenmenge hat einen alten Mann aus seinem Haus gezerrt. Sie wollen ihn dazu zwingen, öffentlich Buße zu tun. Tu Buße, du Schuft, ruft einer. Vielleicht wird dich das lehren, dein dreckiges Maul zu halten. Der Mann ist für seine scharfe Zunge bekannt, aber wir haben keinen Grund, an seiner Frömmigkeit und Loyalität zu zweifeln. Leute, was macht denn ihr da jetzt? Das ist ja völliger Unfug. Wenn der nur frech ist, dann lösen wir die Menge jetzt auf. Ein bisschen Unzufriedenheit können wir verkraften. Da schicken wir sonst direkt mal so ein kleines Gebet. Mal schauen, wann die Unzufriedenheit brockt. Gar nicht. Okay, in dem Fall. Das ist völlig in Ordnung. Ihr seid so dermaßen zufrieden, dass nicht mal das jetzt 1% erhöht hat. Das gefällt mir. Gefällt mir gut. 3 Kranke kriegen wir hin. Unser Kohledepot füllt sich. Dann machen wir jetzt neue Forschung. In Sachen Überlastkupplung, würde ich fast sagen. Genau, ermöglicht die Erhöhung der Temperatur in allen Wärmezonen um 2 Stufen, was bedeutet, dass wir in der Nacht warme Häuser bei minus 60 Grad haben werden.
Und dann können wir mal darüber nachdenken, ob wir vielleicht unsere immensen Ressourcen benutzen, um Häuschen zu bauen. So, wir kriegen das heute nicht mehr fertig, gell? Das ist sauklade. Gut, wir werden ab 9 circa werden wir mal den Overdrive einschalten und hoffen, dass über Nacht das Krankheitsrisiko uns nicht zu viel abverlangt. Kalte Unterkünfte, wusste ich doch, dass ihr das Maulen anfangt. Beheizen wir einige Unterkünfte, beheizen wir alle Unterkünfte oder ich kann mich jetzt nicht darum kümmern. Das Problem ist, wenn ich jetzt über Nacht den Overdrive einschalte, dann werden die Unterkünfte behaglich, nein, erträglich. Und damit sind die schon zufrieden, glaube ich. Wir gehen ja mit dem Beheizen, da steht das nicht, aber ich glaube, es muss nur erträglich sein. Und das heißt, dass wenn dann der Overdrive in dem Morgen wieder aus ist, dann verlieren die ja die Hoffnung. Von daher muss ich sagen, nehme ich lieber ein bisschen Unzufriedenheit in Kauf und habe damit kein Ultimatum. Wir haben jetzt ein klein wenig Unzufriedenheit und schicken daher einfach mal die Leute zum Beten, damit die Unzufriedenheit wieder sinkt. Dann haben wir das auch im Griff. Das ist mir jetzt viel lieber, als da die Hoffnung einzubüßen. Und morgen früh sollte dann eigentlich die Kälte kein Problem mehr sein. So, wir haben 9 Uhr, wir schalten den Overdrive ein. Die Unzufriedenheit ist schon wieder weg. Wunderbar, und die Hoffnung steigt ins Unermessliche. Das macht mich glücklich. Gut, unser Speer ist angekommen. Der erforscht mal eben den Eiskorridor. Und da gibt es leider nichts, außer einen zugefrorenen Dreadnought, den er gefunden hat, der gute Speer. Da gehen wir hin. Das machen wir. 12 Stunden sind wir da. Das schaut so schlecht nicht aus. Perfekt. Es gibt sonst auch nichts, was wir jetzt tun könnten. Ein Kranker. Naja, schauen wir mal, wie viele das werden jetzt bis 4. Eine Menge werden das. Eieieiei. Das ist super schade. Da werden wir, wenn es jetzt nochmal 4 mehr werden, werden wir auf jeden Fall ein zweites Krankenhaus brauchen. Jetzt kommen wir noch mit dem Overcrowding klar. Ja, wir brauchen ein zweites Krankenhaus. Ärgerlich. Wo stellen wir das auf, damit das noch was vom Dampfzentrum hat? Hier. Rase hat es auch. Steht hinter dem anderen Krankenhaus, damit wir es schnell finden, wenn wir es brauchen. Das passt. Nein, das passt nicht. Das ist blöd da. Wenn wir hier eins herbauen, könnten wir hier eins herbauen, dann hat hier noch ein anderes Gebäude Platz. Und hier ist das trotzdem in der Nähe vom Dampfzentrum. Das passt besser. Oh, sind da jetzt viele krank geworden. So was Ärgerliches. Gut, 4 Uhr früh ist vorbei. Overdrive machen wir aus. Oh, wir haben die letzten Londoner überzeugt. Und die Vernunft hat schlussendlich gesiegt. Wir sind endlich wieder vereint. Wunderbar. Das hört man doch gern, Freunde. Nichts kann uns trennen. Die Londoner sind wieder auf den richtigen Weg gebracht worden. Niemand möchte mehr die Stadt verlassen. Wir haben einen hart umkämpften Sieg gegen die errungen, die uns entzweien wollten. Die Tragödie von Winterheim hat unsere Hoffnung zerstört. Die Angst hat die Einwohner dazu gebracht, verrückte Ideen zu folgen. Verrückten Ideen. Wir konnten sie nicht in eisigen Ödland sterben lassen. Wir haben getan, was nötig war, um alle zusammenzuhalten. Gemeinsam sind wir stärker. So schaut es nämlich aus, Freunde. Gut. Dann würde ich sagen, baue ich jetzt mal ganz frech einen Automaten, auch wenn das echt Geldverschwendung oder Ressourcenverschwendung ist. Aber bis ich da jetzt die günstigeren Pläne erforschen kann, dauert es ewig und so kriege ich auf jeden Fall ein bisschen Stahl rein und das würde mir echt gut gefallen. Der wird ab morgen früh gebaut. Das Krankenhaus ist in der Mache für unsere 13 Kranken. 6 Uhr.
Wir haben keine Effizienzeinbußen beim Stahl, hoffe ich. Ihr werdet doch jetzt nicht essen gehen, oder? Ach so, wir haben ja noch früh morgens. Mein Fehler. Entschuldigung, Freunde. So. Ja, lassen wir laufen. Baut mal das Krankenhaus bitte fix auf. Ja, 25. Wo werdet ihr denn alle krank, Freunde? Ihr seid doch alle. Also wirklich. Weil ihr kalte Häuschen habt, stimmt's? Ist das ärgerlich. Ich hoffe, da werden jetzt schnell wieder ein paar gesund, damit wir nicht die ersten Schwerkranken noch haben. Wir haben bei der Kohle ein paar Einbußen. Aber wir sind immer noch im grünen Bereich. Und jetzt sollte niemand mehr krank werden, hoffe ich. Weil jetzt sind sie beim Arbeiten, jetzt hockt keiner mehr in der Bude daheim rum. Eieiei. Ja, die minus 60 Grad, die klopfen einen. Und da werden es minus 70 in ein paar Tagen. Bis dahin brauchen wir dringend Häuser. Also forscht ihr jetzt erstmal hier weiter an den Überlastkupplungen, damit das über Nacht wärmer bleibt. Und dann fangen wir an, Häuser zu bauen. Mit dem vielen Stahl, den wir bis dahin hoffentlich durch unseren Automaten gewinnen. So, weiter geht's. Unser Späherteam ist angekommen, hat Dampfkerne, Holz und Stahl gefunden. Das freut mich. Und wir haben auch eine beschädigte Pistenraupe entdeckt, zu der wir marschieren können. Machen wir. Warte mal, was war das für ein Lager? Ein Stahllager. Behalten wir im Hinterkopf. Momentan ist Essen zwar noch wichtiger, aber wer weiß, ob wir vielleicht nachher noch einen zweiten Außenposten bauen, dann wäre Stahl gar nicht dumm. Neuer Automat und ich bin begeistert. Wir haben 24 Stunden Stahlproduktion. Wir haben 114 Stahl für eine weitere Forschung. Wir forschen an Häusern. Warum kann ich Häuser? Ach, an Baracken müssen wir erst forschen. Ich glaube, das forschen wir sogar noch ein Stückchen weiter. Bauen direkt Häuser mit einem neuen Hausentwurf. Schauen wir mal, wie schnell das geht. Dann brauchen wir nicht erst Geld für Baracken ausgeben und sie dann zu Häusern upgraden, sondern können direkt Häuschen bauen. Gut, wir haben mittags um 2. Forschung läuft. Speyer ist unterwegs. Es meckert jemand. Grundlagenforschung. Sir, ein Ingenieur bittet um einen freien Tag, um ein Automaton näher zu untersuchen. Das machst du bitte auf alle Fälle, weil dadurch werden wir im Endeffekt die Produktion unserer Automatone, Matonen, Automatata, unserer technischen Gerätschaften steigern. Mach das bitte. Wir haben eh genug Ingenieure. Welcher will da jetzt frei? Aus der Werkstatt einer. Da setzen wir gleich einen neuen rein. Sehr gut. Haben wir das in Kranken reingesetzt? Oh, ist das ärgerlich. Nee, haben wir nicht. Geht beten. Wow. Super, wenn der Ingenieur keine Zeit zum Arbeiten hat, weil er beten muss. Gefällt mir. Gut. Dann schauen wir mal, wie schnell wir den Stahl jetzt bekommen. Ob wir vielleicht gleich noch einen zweiten Automaten bauen morgen früh. Oh, die Kranken werden versorgt. Ich bin begeistert. Unser Späher kam an und findet Kohle. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich kein großer Fan von Kohle-Außenposten, weil das wirklich Verschwendung ist von Außenposten-Teams. Und weil, wenn es richtig, richtig kalt wird und die Kacke voll am Dampfen ist, dann wird der Kohle-Außenposten abgerissen, was uns dann halt spätestens dann voll in die Knie zwingt. Von daher werde ich jetzt, glaube ich, eher alles nehmen, die Automatone mitnehmen, die Dampfkanne mitnehmen für Automatone und den Außenposten nicht bauen. Sehr schön. Dann schickt mit wieder zurück zum Lager. Und von da aus kannst du dann später auch in der Richtung hier weiter forschen. Hier sind wir jetzt eh fertig. Sehr gut. Oh, da kommt jetzt eine Menge Ressource rein. Jetzt schauen wir mal, was davon knapp wird. Stahl könnte dann knapp werden. Schauen wir mal, ob wir das alles unterbringen. Gut, weiter geht's. Wir haben wieder Zeit für ein neues Gesetz. Ich glaube, wir können jetzt einfach mal den Friedhof bauen. Ich glaube, das ist. Oh, ah, nein, wir haben so ein Krankheitsproblem. Lass uns einfach mal Haus der Heilung bauen. Weil einen Friedhof zu bauen würde quasi heißen, wir planen mit unserem Versagen und das wollen wir ja nicht. Das ist ja quasi wirtschaftlich gesehen dumm. Das ist natürlich zu groß, um das hierher zu bauen.
ärgerlich. Machen wir das hier mit raus. Ich glaube, hier ist das nicht ganz verkehrt hingesetzt. Da sind wir im Warmen. Da wollten wir eh unsere Stadt nicht hin erweitern. Wenn doch, können wir sie drumherum bauen. Oh. Ja, ich glaube, das ist nicht dumm. Ja, das machen wir. Schön. Im Haus der Heilung können wir nämlich 10 Arbeiter reinsetzen. Und die 10 Arbeiter werden trotzdem auch Schwerkranke behandeln. Und das ist total begeisternd, weil... Ah, und wir haben Platz für wie viele Patienten? Sehe ich das hier irgendwo? Nein. Wir setzen da mal Arbeiter rein. Wir haben das Versprechen gehalten, die Hoffnung steigt. Und wir haben jetzt wirklich genug Platz für jede Art von Krankheitswelle, die auf uns zukommt. Hoffe ich zumindest. Wir haben Stahl gefunden. Wir nehmen die Rohstoffe mit. Zerstört das Fahrzeug. Steinernes Schiff. Wo wollen wir hin? Einfach mal weiter raus, würde ich sagen. Weil auf dem Rückweg können wir das ganze andere Zeug dann auch noch mitnehmen. Gut. Gut, gut. 97 Arbeitslose haben wir, die wir jetzt allerdings auch nicht viel besser unterbringen können. Oh, wir haben 23 Uhr Overdrive an. Jetzt sollte es theoretisch nicht mehr kühl sein in den Häusern. Es ist sogar sehr cozy in den Häusern. Ich bin begeistert. Wenn jetzt einer krank wird, Freunde, dann passen wir aber zusammen. Gut, wir lassen das rennen. Es werden Leute krank. Wieso werden Leute krank? Das check ich denn jetzt nicht. Ihr seid alle im Warmen. Wer wird denn eigentlich immer krank hier? Woran arbeitet ihr? Maurice Parker. Auswählen, du arbeitest wo? Kein Arbeitsplatz, du bist sogar noch arbeitslos. Du bist in deinem warmen Zelt, das so cozy ist, dass da ist ja alles. Da ist alles gegeben und du wirst krank. Pass ein bisschen besser auf dich auf. Mundschutz anziehen, 1 Meter Sicherheitsabstand. Kennst du noch die ganzen Regeln? Mensch. Sind quasi die letzten Überlebenden. Von daher ist das, was ihr gerade hier macht, eine Pandemie. Also, sind wir ehrlich. Das ist Unfug. 28, so viele Kranken. Aber ich hab doch nirgendwo kalt. Moment, wir haben ja diese Wärmeansicht. Die einzigen, die es irgendwie kalt... Oder ist der Tempel das Problem? Nee, ihr geht ja nicht in den Tempel, oder? Hier arbeitet um die Uhrzeit auch niemand mehr. Wo bist denn du eigentlich noch an? Das ist ja komisch. Achso, das ist nur noch Restwärme. Sehe ich das richtig? Naja. Whatever. Es ist 4 Uhr früh. Overdrive machen wir aus. Wir haben 52 Kranke in Behandlung. Das ist eine ganz schöne Menge und das wird uns jetzt vermutlich ein bisschen Arbeitskraft kosten. Und ich hasse es nicht zu wissen, woher die ganzen Kranken kommen. Aber wir werden bald Baracken haben und noch balder werden wir Häuser haben. Also hoffen wir, dass es besser wird jetzt dann. Unerwartete Gäste. Captain, eine Gruppe erschöpfter Überlebender hat unsere Stadt erreicht. In verzweifelten Erklärungen zufolge kommen sie von weit her und viele von ihnen sind unterwegs gestorben. Sie wiederholen ständig den Satz, der Untergang naht und sagen, dass noch viele weitere Flüchtlinge kommen werden. Sie flehen uns um Hilfe an, Sir. Ja. Ich würde sagen, wir helfen ihnen, aber wir müssen gucken, wie das dann funktioniert mit dem Helfen. Schauen wir mal. Wie ist ja das Flüchtlingsproblem? Wir haben noch keine Obdachlosen, das ist gut. Wir haben 11 Hungrige und 52 Kranke. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall schauen, wenn die alle krank sind und hier Hilfe brauchen, dass wir vielleicht noch ein zweites aus der Heilung aufstellen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Häuser. Das heißt, wir brauchen mehr Dampfzentren und das heißt, wir brauchen mehr Kohle. Mal schauen, wie wir das lösen. Jetzt bauen wir erstmal, jetzt forschen wir erstmal an den Häusern. Und dann forschen wir. Ja gut, Speiseverwärmung brauchen wir noch nicht, so kalt ist es noch nicht. Es wird erstmal zwischendurch nochmal wärmer. Nahrungsmittel sind erstmal auch noch kein Problem. Die werden wir dann später ausstatten müssen, die Jäger.
Also werden wir jetzt erstmal schauen, dass wir Häuser und den Hausentwurf erforschen und dann möglichst günstig möglichst viele Häuschen aufstellen. Jetzt kommt der Kollege mit dieser riesen Menge an Stahl und Holz. In dem Fall bauen wir vielleicht doch jetzt einfach Baracken. 20 Holz und 10 Stahl. Ja, lass den mal ankommen, dann schauen wir, wie viel zu viel wir haben, damit wir nicht im Überfluss, also in den Überschuss reinproduzieren. Die nehmen wir. Wir finden noch mehr schneebedeckte Vorräte, da gehen wir hin. Wir können vielleicht unsere Forschung noch ein kleines bisschen pushen, indem wir nochmal eine Werkstatt aufbauen. Wir haben eh genug Ingenieure. Müssen nur noch schauen, dass wir die irgendwie in die Nähe von einem Dampfzentrum kriegen, ohne dass sie uns nachher voll im Weg steht. Wir können die auch einfach hierher setzen und endlich mal dieses Dampfzentrum da herbauen, was wir schon die ganze Zeit geplant haben. Mal schauen, was das dann mit unserem Kohlehaushalt macht. Das haben wir hier schon noch ein Plätzchen, wo wir es aufbauen könnten. Ja, bauen wir es hierher. Wir müssen jetzt nicht alles verschwenden. Gut. Wir haben echt so eine Menge Kranke. Ich weiß nicht, wie das passiert, dass jetzt alle krank werden in dieser Zeit. Furchtbar. Arbeitsstätten sind alle erträglich. Nur die Häuschen eigentlich an sich sind kühl. Die Sammelstellen sind unser Problem. Oh Gott, jetzt checke ich das erst. Das heißt, sobald wir unser Haus erforscht haben, brauchen wir dringend Sammelstellen, Wärmedämmung. Ja, schauen wir mal. Ich baue nochmal ein Haus der Heilung auf. Und dann schauen wir mal morgen früh, dass wir den Overdrive vielleicht kontinuierlich anlassen, bis es dann zum nächsten Tag kommt. Wo haben wir denn noch Platz für ein Haus der Heilung? Haben wir gar keinen Platz mehr. Ja, es wird Zeit. Wir bauen jetzt hier ein Dampfzentrum her und machen das Haus der Heilung hierher. Dann haben wir auch nachher kein Problem, wenn wir noch ein paar Obdachlose haben, dann noch ein paar Häuschen aufzustellen. Okay. So, was sagt das? Unser Kohleverbrauch jetzt? Zu hoch. Ärgerlich. Schauen wir mal, ob das reicht, wenn wir hier einfach gesunde Arbeiter reinsetzen. Ich hoffe, wir haben noch gesunde Arbeiter. Ich bin dagegen, dass hier essen geht, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt sollten unsere schauen wir mal, dass wir hier mal die Kranken ein bisschen optimiert einsetzen.
Wir haben tatsächlich so viele kranke Kinder. Dann setzen wir jetzt einfach ein paar mehr Arbeiter ein. So. Gut. Und dann sollten wir unsere Kohleprobleme im Griff haben, oder? Wie schaut's aus? Gerade so. Na gut. Gerade so reicht mir. Wir haben eh 2000 Puffer. Wenn sich das die Waage hält, ist alles gut. So, hier setzen wir jetzt noch 5 Ingenieure rein. Lassen die auch durchschaffen. Ah, wobei, lassen wir die durcharbeiten. Ja, bis die erste Aufforderung kommt und dann brechen wir das ab, glaube ich. Hier setzen wir 5 Arbeiter rein. Die dürfen hier brav unsere Kranken versorgen. Jetzt haben wir mal zumindest keine unbehandelten Kranken mehr. Das ist auch von Vorteil. Okay, das können wir uns fast nicht leisten momentan. Schlägt fehl, ist aber auch blöd. Ah, ist das ärgerlich. Okay, dann setzen wir hier wieder Arbeiter ein. Die haben jetzt halt ein bisschen weniger Stahl, das tut uns nicht so weh. Gut. Dann hoffe ich, dass unsere Forschung jetzt bald mal fertig wird. Dass die Häuser überhaupt so lange dauern zu erforschen, das ist brutal. So, wir haben Nahrungsmittel gefunden. Wir können jetzt auf dem Rückweg eigentlich nur noch das steinerne Schiff besuchen. Und dann machen wir uns mit den ganzen Ressourcen auf dem Rückweg, würde ich sagen. Und den Speer, der hier wieder zurückkommt, den schicken wir den Flüchtlingen entgegen. Haus erforscht, sehr schön. So, dann brauchen wir Sammelstellen Wärmedämmung. Das war falsch. Ah. Da war die Sammelstellen Wärmedämmung. Damit ihr das nicht mehr so kalt habt und hier ständig Krankheiten. Das müsste unser Krankheitsproblem jetzt hoffentlich in den Griff bekommen. 17:38 Uhr, da müsst ihr, glaube ich, Notfallschichten anlegen, Freunde. Aber dann sterbt ihr mir in der Nacht, das möchte ich auch nicht. Weil wir noch keinen Friedhof haben. Na gut. Das wird morgen früh reichen müssen. Wir schalten einfach mal. Ja, machen wir ab jetzt den Overdrive an, damit die nicht in kalte Zelte zurück müssen. Und hoffen, dass uns der Overdrive hält bis morgen, also einen kompletten Tag hält. Wenn nicht, dann nicht. So, unser Stahl ist voll. Das heißt, wir bauen jetzt Häuschen. Über Nacht sollten die eh fleißig bauen. Und da wir jetzt mit einem Haufen Einwohner rechnen müssen, die kommen, würde ich sagen, bauen wir einfach ein paar Häuschen im Voraus auf. Dann haben wir nachher nämlich nicht das Problem, dass wir Leute obdachlos machen müssen. Wobei, das werden wir trotzdem haben, aber halt nicht so viele. Um deren Häuser abzugraden. So, hier setzen wir eine Kampfarena her. Damit da die letzten auch noch Zugang haben und schön zufrieden bleiben. Und den Rest der Häuser können wir upgraden. Fangen wir innen an. Und mal so lange, bis wir die Hälfte vom Stahl aufgebraucht haben. Gut, das passt so. Dann schicken wir den Flüchtlingen entgegen. Wir haben leider halt überhaupt noch keine schnelleren Speer oder sowas erforscht, was halt bedeutet, dass jetzt die Flüchtlinge vermutlich ein paar Einbußen haben werden. Und wir haben 79 Obdachlose durch diese ganzen Hausbaumaßnahmen. Baut bitte die Häuser schnell auf, Freunde, damit das funktioniert hier. Wunderbar. Wir haben 3 Kranke, aber wir haben eh noch viel Platz in unseren Krankenversorgungseinrichtungen. Also sollten wir da keine Probleme kriegen. Gut. Das schaut so schlecht nicht aus. Das sah schon viel schlechter aus. Ich
Ich würde sagen, wir könnten uns theoretisch noch einen Automaton bauen, den zum Stahl setzen und dann nochmal. Also wir bauen jetzt einfach mehr Automatone und schauen, dass wir die in die Fabriken bekommen, in die Werkstätten bekommen. Und dann forschen unsere Werkstätten die Nächte durch, was super gut ist. Ah, der Speer hat die Flüchtlinge erreicht und ist jetzt mit denen auf dem Herweg. Wie viele kommen da? Eine Menge. 60, 70. Noch ein bisschen mehr. Nur wohin bauen? Hier ist gut, oder? Schön. Das machen wir. Da haben die alles, was sie haben möchten. Ja, die Überlast geht langsam höher. Vielleicht machen wir die ab 8 nochmal ein bisschen aus. Oh, wir können Feldküchen erforschen. Die erhöhen ja unsere Wärme in der Nähe um eine Zone, um eine Stufe. Das heißt, wir können die in die Nähe von unseren Sammelstellen setzen. Eine hier. Dann bauen wir noch eine hier, oder? Da sollten wir dann alles abgedeckt haben. Na, außerdem hier. Ist das ärgerlich. Na gut. So blöd wie das halt ist, dann bauen wir eine hier her, dann haben wir da noch Platz für ein Häuschen und dann bauen wir eine hierher. Das ist ja auch nicht im Weg. Oh, ich komme aber wirklich in keinster Weise hier an. Muss ich 3 Feldkirchen bauen, damit das hier passt. Meine Güte, Freunde. Das war blödes Management. Ja, na gut, aber es muss sein. Nahrungsmittel sollten eh nicht das größte Problem sein, also kriegen wir das schon. Gut. Wie schaut es wärmetechnisch aus? Gar nicht so verkehrt. 54 Kranke. Ich würde sagen, so ab 9, wenn sicher alle beim Arbeiten sind, machen wir den Overdrive nochmal ein Weilchen aus. Damit sich der wieder ein bisschen regenerieren kann, damit wir nochmal eine Nacht durchkommen. Wobei wir jetzt auch die Zeit nutzen könnten. Ich habe noch keinen verfügbaren Automaton. Sobald wir ein bisschen Stahl übrig haben, bauen wir weiter Häuser aus. In den Häusern ist es jetzt auf jeden Fall mega cozy, ganz egal was passiert. Gut, wir haben steinerne Schiff gefunden. Ein neuer Orientierungspunkt. Nichts hat es uns gebracht. Schön. Ja, dann holen wir uns hier die Lager noch mit und machen uns dann auf den Rückweg, würde ich sagen. Bevor wir jetzt hier extra nochmal rauslatschen müssen. Tag und 12 Stunden, ja, du bist eine Weile unterwegs. Haben wir das Häuschen gebaut? Wir haben das Häuschen, glaube ich, gebaut, gell? Wie viele Häuser haben wir? 71 Einwohner können kommen, fast. Jeder ist willkommen. Nur die Gesunden sind willkommen oder geht? Ja, jeder ist willkommen. Noch haben wir Platz im Gesundheitswesen. Kriegen wir hin. 70 Hungernde, wir haben 900 Nahrung, das sollte auch gehen. Unseren Speer schicken wir direkt wieder den nächsten Flüchtlingsstrom entgegen. Den Overdrive machen wir jetzt mal aus für eine Weile. Obdachlose. Hast du mir in die 71 Betten die 20 Pflegeheimbetten reingerechnet? Ja, super, wow. Das möchte ich bitte nicht. Wohin? Da will ich eigentlich auch keins aufbauen. Hier haben wir auch keinen Platz mehr. Aha. Gut, aber hier
Hier sind wir im Dampfzentrum, Reichweite und Kirche und Kampfarena. Genauso wie hier. Da haben wir sonst eh nichts, was wir bauen könnten. Dann sollten wir eigentlich hinkommen. Jetzt bauen wir die Straße aus, da passt das auch. Schön. Und rein mit euch in die Feldküchen, liebe Kids. Da dürft ihr arbeiten. Da passiert euch nichts. Da müsst ihr nur Suppe ausschöpfen. Verbrennt euch nicht. Mehr müsst ihr da nicht aufpassen. Und jetzt sollte es normalerweise selbst ohne Overdrive bei diesen Städten erträglich sein. Das ist gut. Jetzt machen wir hier noch warm. Geil. Jetzt könnt ihr zumindest wieder im Warmen arbeiten. Und ich hoffe, dass es dadurch dazu kommt, dass ihr mir nicht mehr so sehr krank werdet. Jetzt sind die Sammelstellen auch noch wärmegedämmt. Also wenn jetzt noch was schief geht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Das fortschrittliche Stahlwerk wäre noch eine Option. Aber jetzt brauchen wir, glaube ich, erstmal, damit wir da weiter bauen können, den neuen Hausentwurf. Den will ich jetzt einfach zuerst haben, sonst brauche ich da echt zu viele Ressourcen, um jetzt alles zu Häusern abzugraden. Jo, jetzt sind die Sammelstellen schön warm und behaglich. Hier ist auch alles warm. Die Kampfarena ist kalt, warum auch immer. Ich will, wenn niemand da ist. Dampfkern benötigt. Ja, da haben wir momentan mehr als genug. Den sollst du haben, mein Freund. Das heißt auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der Automaton jetzt wieder ready ist, oder? Und dann können wir den wieder ins Stahlwerk setzen. Und sobald der im Stahlwerk... Moment, war die... Das Einzige, was du nicht erreicht hast, war das Stahlwerk, oder? Ach nein, und das Ding hier. Okay, schade. Sobald wir dann genug Stahl haben, können wir noch Automatone bauen und schauen, dass wir unsere Forschung ans Limit bringen. Aber dafür ist natürlich der Stahl genauso wichtig. 24 Hungernde, bedient euch, Freunde. Nehmt einfach, was ihr wollt. Wie schaut es mit unserer Kohleversorgung aus? Die ist immer noch grenzwertig, aber in Ordnung. 15 Uhr, dann schalten wir später den Overdrive wieder ein. Und dann sollten wir eigentlich alle Bedürfnisse soweit gedeckt haben. Wir könnten... eine Festpredigt halten. Nein, machen wir nicht. Wir machen lieber bei den Glaubenshütern die nächtliche Prozession, wenn die soweit kommt. Dann ist die Unzufriedenheit auch wieder weg. Und wir haben aber das mit dem Hoffnungsboost noch ready, weil sie es brauchen. Gut, gut, gut. Weiter so. Okay, die Kranken werden anscheinend eher weniger als mehr, das gefällt mir. Um 21 Uhr schalten wir dann wieder den Overdrive an. Die Hungrigen versorgen sich. Wird doch, wird doch. 21 Uhr, Zeit für den Overdrive. Die Unzufriedenheit sinkt ein kleines bisschen. In den Zelten ist es warm. Die Arbeitsstätten sind warm. Mit dem Overdrive sollten wir durchkommen, bis es wärmer wird. Und die Zeit, wenn es wärmer wird, die nutzen wir, glaube ich, dann um Häuser zu bauen. Gut, aber das ist dann die Aufgabe für morgen. Über den Speer lassen wir gerade noch schnell ankommen. So, er hat jetzt seine Fuzis mit auf dem Weg. Und dann müssen wir dann beim nächsten Mal schauen, dass wir dann denken, dass wir dann noch Häuschen bauen müssen, wenn die auf dem Weg sind. Dann schauen wir mal, dass wir unsere Stadt weiter aufbauen und zum Blühen bringen. Aber wie gesagt, das ist eine Aufgabe für morgen, Tag 25, um die 0 Uhr. Wir machen hier wieder eine kleine Pause. Ich sage wie immer danke fürs Zuschauen, habt noch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.